Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Thema Frauen am Arbeitsmarkt mit Frauenministerin Susanne Raab und Arbeitsminister Martin Kocher. Frau Ministerin, bitte um Ihre Worte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen zur Pressekonferenz, wo wir den Schwerpunkt setzen möchten auf das Thema Frauen am Arbeitsmarkt. Arbeitsminister Kocher und mir war es die letzten Wochen extrem wichtig, dass wir laufend evaluieren, wie sich die Situation am Arbeitsmarkt, insbesondere die Herausforderungen für die Frauen am Arbeitsmarkt entwickeln und dann eben auch aktiv werden. Weil natürlich ist auch logisch, gerade in jenen Branchen, in denen vermehrt Frauen tätig sind, wie im Tourismus, in der Gastronomie, vor allem Handel, hat sich natürlich die Situation am Arbeitsmarkt verschärft. Und wir können eine solche Krise, eine solche Pandemie und die Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt natürlich nur mit geballten Kräften lösen. Wir haben als Bundesregierung in den letzten Monaten viele Maßnahmen gesetzt, um unterschiedliche Gruppen am Arbeitsmarkt zu unterstützen, selbstverständlich auch Frauen. Und ich freue mich, dass wir heute das neuerlich tun und neuerlich investieren, insbesondere um Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Ich bedanke mich beim Bundesminister Kocher, mit dem ich da im engen Austausch stehe, dass es uns gelungen ist, da ein umfassendes Paket für Frauen am Arbeitsmarkt einzusetzen. Ich freue mich, dass wir ein Rekordbudget für Frauen am Arbeitsmarkt zustande gebracht haben, mit dem wir neue Investitionen setzen, neu investieren und neue Initiativen setzen, um Frauen eben in Jobs zu bringen und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wieder verstärkt zu fördern. Details dazu darf der Arbeitsminister noch präsentieren. Ich möchte nur zwei Aspekte rausgreifen, die mir besonders wichtig erscheinen. Zum einen, das Förderziel von Frauen für das Jahr 2021 wird bei rund 50% liegen. Das ist also eine überproportionale Förderung von Frauen. Also 50% der Mittel gehen in die Förderung von Frauen am Arbeitsmarkt. Zum Zweiten haben wir ja speziell wegen Corona die Corona-Job-Offensive eingerichtet, vor einigen Monaten mit 700 Millionen Euro Budgetvolumen. Und auch da war es uns wichtig, dass wir konkret evaluieren, ob diese Maßnahme auch treffsicher für Frauen ist. Und die ersten Zahlen zeigen uns, dass rund 50% der Geförderten dieser Job-Offensive auch Frauen sind. Das heißt, in absoluten Zahlen mehr als 30.000 Frauen und sozusagen für alle jene, die mit Gender Mainstreaming und Gender Budgeting etwas anfangen können. Das war mir als Frauenministerin natürlich wichtig, dass wir uns genau ansehen, wie hier die Zahlen auch der Förderung für Frauen auch wirken. Und all diese Maßnahmen, die der Arbeitsminister noch im Detail vorstellen wird, sind neue Maßnahmen, die wir zusätzlich auch setzen zu jenen Maßnahmen, die ja auch schon im Laufen sind. Und vielleicht erlauben Sie mir, dass ich die Gelegenheit nutze, einfach nur aus meinem Ressort auch beispielhaft darzulegen, was wir tun, um Frauen auch am Arbeitsmarkt zu unterstützen. Denn jetzt bin ich nicht das Arbeitsmarktservice, aber es ist mir natürlich wichtig, dass wir flankierend Maßnahmen setzen für Frauen, um Frauen in den Beruf zu bekommen, in besser bezahlte Branchen. Denn finanzielle Unabhängigkeit ist die Basis für die Selbstbestimmung der Frau. Und da ist mir das auch als Frauenministerin wichtig. Wir haben im Frauenressort 171 Frauenberatungsstellen, die wir mit 6,2 Millionen Euro fördern. Das ist ein Flächendeckungsgrad von 90% aller Bezirke, wo eine solche Frauenberatungsstelle eingerichtet ist. Ich habe Ihnen da auch neue Zahlen mitgebracht. Ich habe mir angesehen, wie sozusagen auch das Thema Arbeit und Beruf in diesen Frauenberatungsstellen angenommen wird oder nachgefragt ist. Und es zeigt sich, besonders letztes Jahr war die Nachfrage groß. Rund 25.000 Beratungsgespräche haben hier stattgefunden zum Thema Bildung und Arbeit. Und zusätzlich dazu haben wir viele Projekte, die wir speziell fördern, um Frauen und auch Mädchen in zukunftsweisende Branchen zu bekommen. Die Arbeit, die durch die Zivilgesellschaft im Frauenbereich ausgeübt wird, ist oft eine wichtige erste niederschwellige Anlaufstelle für die Frauen und Mädchen, auch wenn es um das Thema Arbeit geht. Und der Kontakt wird dann natürlich konkret zum AMS vermittelt, wo eben dann die Arbeitsmarktintegration stattfindet. Im Integrationsbereich möchte ich noch erwähnen, dass wir auch einen Schwerpunkt setzen, um Frauen mit Migrationshintergrund zu fördern. Das ist mir wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass Frauen mit Migrationshintergrund Integrationsmotoren sind.
Wir haben daher konkrete Projekte am Laufen, insbesondere um Frauen in nachgefragte Berufe für diese zu begeistern und zu interessieren. Ich lege hier Schwerpunkte im Bereich der Gesundheitsberufe und der Pflege. Und seit Jänner haben wir Online-Deutschkurse am Laufen, besonders für die Bereiche Gastro und Hotellerie, weil es uns wichtig ist, dass wir die Zeit gut nutzen für Weiterbildungsmaßnahmen. Und vielleicht darf ich einfach noch darauf hinweisen, dass unser wichtigstes Ziel natürlich ist, die Frauen wieder in den Beruf zu bekommen, aber in der Zwischenzeit möchten wir natürlich bestmöglich unterstützen, die Zeit überbrücken, die jetzt schwierig ist in der Arbeitslosigkeit, besonders für viele Frauen und Familien. Letzte Woche durfte ich eine neue Familienoffensive ankündigen, ein neues Familienpaket, 150 Millionen Euro, die hier investiert werden für Familien, die besonders von Corona betroffen sind, in dem Sinn, dass ein Elternteil arbeitslos ist oder von Kurzarbeit betroffen ist. Und da haben wir Instrumente, die besonders für Frauen wichtig sind. Wir haben den Familienhärtefonds um 50 Millionen Euro aufgestockt und sehen, dass das besonders Alleinerzieherinnen zugutekommt. Ein Drittel aller Bezugsberechtigten, die hier gefördert werden, sind Alleinerzieherinnen. Das war nur so sozusagen kursorisch auch dargestellt, wie wichtig uns das Thema insgesamt ist, ist auch mein Zugang zur Frauenpolitik, dass wir in allen Ressorts alles tun, damit Frauen in den unterschiedlichen Lebensbereichen gefördert werden. Ich freue mich auch anlässlich des Weltfrauentags auf all diese Herausforderungen und natürlich die Maßnahmen, die wir als Bundesregierung setzen, hinzuweisen. Kommenden Montag wird ja auch eine Sondersitzung der Opposition, einberufen durch die Opposition zu dem Thema, stattfinden, wo wir uns freuen, natürlich auch hier wieder darüber berichten zu dürfen. Vielen Dank. Danke schön, Herr Minister, bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass Frauen von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Da geht es um vermehrte Betreuungspflichten, da geht es um die große Herausforderung, die Dreifachbelastung, die viele Frauen haben, besonders Frauen haben Beruf, die Betreuungspflichten in der Familie mit Kindern zum Beispiel, aber auch zu Pflegenden und das Homeschooling von Kindern unter einen Hut zu bringen. Und das macht besondere Unterstützung nötig, die wir als Bundesregierung bereitstellen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit mit der Frau Frauenministerin. Am Arbeitsmarkt ist die Situation natürlich für die Frauen besonders schwierig. Frauen sind überdurchschnittlich in den vom Lockdown betroffenen Branchen, schon länger vom Lockdown betroffenen Branchen wie Tourismus und Gastronomie beschäftigt. Die Arbeitslosenquote von Frauen liegt derzeit Ende Februar bei 9,9% nach nationaler Definition. Bei den Männern ist sie zwar immer noch höher, um einiges, bei 11,4%. Allerdings, und das ist der Punkt, der auch immer wieder angesprochen wird, ist die Arbeitslosigkeit von Frauen in der Pandemie überdurchschnittlich angestiegen, um ungefähr 40% im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Männerarbeitslosigkeit ist natürlich angestiegen, aber nur um ungefähr 25%. Das liegt, wie gesagt, vor allem an den unterschiedlichen Anteilen von Frauen und Männern in den verschiedenen Branchen. Wir haben derzeit rund 40.000 Frauen in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie in Arbeitslosigkeit. Auch bei der Kurzarbeit sieht man übrigens den hohen Anteil der betroffenen Frauen. 57% der Kurzarbeitenden in Beherbergung und Gastronomie sind Frauen. Da ist nicht klar, dass Öffnungsschritte auch automatisch eine gewisse Entlastung am Arbeitsmarkt, besonders für Frauen, auch bringen würde, aber die sind natürlich nur möglich, wenn es die gesundheitlichen Voraussetzungen dafür gibt und das Infektionsgeschehen das zulässt. Die Krise ist noch nicht überwunden, die Gesundheitskrise. Hinter jedem verlorenen Job steckt ein Schicksal, eine schwierige Situation. Und daher haben wir eben, wie schon angesprochen wurde von Frau Ministerin Raab, ein Frauenförderbudget, das auch aufgestockt wurde und Mittel bereitstellt für die Förderung von Frauen in einem noch nicht dagewesenen Umfang. Insgesamt werden dieses Jahr 60,5 Millionen Euro bundesweit im Rahmen des AMS-Frauenprogramms zusätzlich zur Corona-Job-Offensive zur Verfügung gestellt. Damit ist das Frauenbudget in diesem Jahr um 5 Millionen Euro höher als im vergangenen Jahr und um über 20 Millionen höher als noch vor 5 Jahren.
Worin oder wohin wird dieses Geld investiert, das da jetzt eingesetzt wird? Wir haben gemeinsam mit dem AMS beschlossen, in diesem Krisenjahr besonders einen Fokus auf Frauenförderung zu legen. Um 3,5 Prozentpunkte mehr an Geld wird für Frauen ausgegeben, als der Anteil von Frauen an der Arbeitslosigkeit ist. Das sind ungefähr die 50%, die schon angesprochen wurden. Das heißt, es gibt, wie wir in der Forschung sagen, eine positive Diskriminierung, oder der englische Begriff ist auch noch bekannter, Affirmative Action, für Frauen am Arbeitsmarkt. Und das halte ich für gut und richtig so in der jetzigen Situation. Wir haben eine Reihe von Programmen, die laufen, um diesen Zielwert anzusteuern. Frauen in Handwerk und Technik, das FIT-Programm, wo wir 7.000 bis 8.000 Plätze zur Verfügung stellen für Schulungen, Coachings und Ausbildungsvorbereitungen, speziell für Frauen. Wiedereinstieg mit Zukunft, das ist ein spezielles Kursangebot für Frauen mit einer längeren Berufsunterbrechung aus Gründen der Kinderbetreuung. All diese Programme sind, und das ist wichtig zu betonen, offen und inklusiv gestaltet. Es soll möglichst allen arbeitssuchenden Frauen offen stehen, diese Programme zu nutzen. Das hat 2020 gut funktioniert. 50.000 Frauen haben an diesen Programmen teilgenommen und wir wollen noch diese Teilnehmerzahl ausweiten. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte. Da geht es um die Kinderbetreuungshilfe des Arbeitsmarktservice. Es geht uns um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich glaube, das wird auch mittel- und langfristig ein Schlüssel für mehr Frauenbeschäftigung und eine Reduktion des Gender Pay Gaps sein. Wir haben uns daher gemeinsam mit dem AMS stark gemacht für eine Erhöhung der Kinderbetreuungshilfe durch das AMS. Was wir tun, ist konkret, dass die Höchsteinkommensgrenze, um eben diese Kinderbetreuungshilfe, Beihilfe zu bekommen, erhöht wurde. Bisher war es so, dass die Höchsteinkommensgrenze 2.300 Euro war und 300 Euro für anfallende Betreuungskosten rückerstattet wurde. Das betrifft Beschäftigte, die wieder ins Berufsleben einsteigen, eine Schulung zum Beispiel im Corona-Job-Offensivprogramm machen oder in einer schwierigen beruflichen Situation sind. Der Empfängerkreis wird jetzt ausgeweitet und die Höchsteinkommensgrenze auf 2.650 Euro erhöht. Das ist wichtig, da fallen viele Frauen hinein in diese Spannweite, zum Beispiel eine Krankenpflegerin, da ist das Einstiegsgehalt bei ca. 2.350 Euro brutto, oder eine Chemikerin mit einem Einstiegsgehalt zwischen 2.300 und 2.700 Euro im Durchschnitt. Das bedeutet, dass unter anderem in der Pflege beschäftigte Frauen, aber auch Frauen, die in anderen Bereichen beschäftigt sind und besonders leisten müssen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert wird. Die Krise ist nicht einfach zu steuern, zu managen. Die Frauen sind, wie gesagt, besonders betroffen. Wir stellen mit dem größten Budget in diesem Bereich, im Bereich des Arbeitsmarkts, das es je gegeben hat, zumindest die Möglichkeit dar, um die Folgen abzufedern, und werden dieses Programm nicht auch weiter evaluieren und schauen, wie es wirkt. Aber wir sind optimistisch, dass wir es schaffen, die Benachteiligung, die es gibt für Frauen am Arbeitsmarkt, damit zu reduzieren und wieder einen Ausgleich zu schaffen. Vielen Dank. Danke für Ihre Ausführungen. Ich darf Sie um Ihre Fragen bitten. Herr Wiel, bitte. Das Institut für Wirtschaftssoziologie hat ja auch festgestellt, dass die psychischen Folgen dieser Arbeitslosigkeit ganz besonders stark sind. Die Autoren fordern da neue Beschäftigungsmodelle. Ist in diese Richtung irgendwas geplant? Also sozusagen zu den neuen Beschäftigungsmodellen sicher der Arbeitsminister, aber ich glaube insgesamt, dass das ein wichtiges Thema ist, wie wir mit den psychischen Folgen der Krise umgehen. Nicht nur Frauen betreffend. Ich sehe das auch im Kinder- und Jugendbereich als Familienministerin, dass das ein großes Thema ist. Der Gesundheitsminister hat dazu auch eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, wie wir mit dem Thema umgehen. Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel ist sozusagen auch, dass wir flächendeckend unterstützen im Bereich der Psychotherapie, dass wir uns diesen Bereich ansehen, wie die Strukturen aussehen. Und zum Zweiten ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir im Bereich der Schule hier ein Auge drauf haben. Der Bildungsminister hat dementsprechend angekündigt, auch vermehrt Förderunterricht zum Aufholen der schulischen Belastungen einzurichten. Und auf der anderen Seite braucht man aber natürlich hier auch den Raum und die Kapazitäten, damit man sich auch hier eher den psychologischen und sozialen Effekten ansieht. Also für unterschiedliche Zielgruppen werden wir hier unterschiedliche Maßnahmen
machen, nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern auch die gesundheitliche Krisen, die sozusagen Zukunftsängste, oft schwierige Perspektiven befördern, solche schwierigen psychischen Situationen. Und da braucht es einen gesamtgesellschaftlichen Zugang, an dem wir arbeiten. Ich habe mir die letzten Wochen natürlich auch sehr genau angeschaut, alle Programme, die es am AMS gibt. Es gibt eine Reihe von Programmen, die schon laufen, weil es ja auch andere Gruppen gibt, die zu normalen Zeiten ja auch besondere Beachtung brauchen, Langzeitarbeitslose zum Beispiel, die psychische Probleme haben. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber das AMS hat das alles im Blick und wenn es weitere Notwendigkeiten gibt, diese Programme auszubauen, machen wir das. Sie haben völlig recht, die psychische Belastung ist für viele groß, das wird aber grundsätzlich immer schon natürlich bei den Vermittlungsbemühungen, auch bei den Qualifikationsmaßnahmen des AMS mit berücksichtigt. Das ist eine wichtige Komponente ganz grundsätzlich und es ist nicht etwas, was neu für uns wäre. Dieser Modelle zum Beispiel geplant. Genau, also wir sind auch relativ flexibel bei den Mitteln, die da eingesetzt werden. Bei diesen, da gibt es Qualifikationsprogramme, Vorqualifikationsprogramme für spezifische Gruppen, all das gibt es. Wir sind flexibel, diese Mittel einzusetzen, wenn es notwendig ist. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Frau Gruber? Frau Ministerin, Sie haben die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen erwähnt. Ich war gestern in einer Pressekonferenz, wo präsentiert wurde, dass immer noch jede dritte Frau finanziell abhängig ist, zum Beispiel vom Partner. Hat man da viel verschlafen? Also grundsätzlich kann man sagen, dass sozusagen die Entwicklung in den letzten 10 Jahren, wir durften auch vorher gerade vor der Pressekonferenz und sozusagen die Entwicklung des sogenannten Gender Pay Gaps in den letzten 10 Jahren ansehen, wo es auch neue Zahlen gibt, dass die grundsätzlich in die richtige Richtung geht und positiv ist. Also zum Beispiel, was den Gender Pay Gap betrifft, hat er sich um ein Viertel in den letzten 10 Jahren verbessert. Ja. Aber dennoch ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben. Und der, glaube ich, zentrale Ansatz ist jener. Zum einen, wir sehen, dass häufig eine finanzielle Abhängigkeit sehr stark natürlich auch verbunden ist mit den familiären Pflichten. Das heißt, Frauen kommen eher in eine finanzielle Abhängigkeit, wenn sie dann Mutter geworden sind, wenn es dann zur Teilzeittätigkeit kommt und dann sozusagen der Verdienst nach unten geht. Das heißt, wir können folgende Maßnahmen setzen: Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken, der flächendeckende Ausbau von Kinderbetreuung. Und natürlich am Ende des Tages ist es ja oft eine ökonomische Entscheidung, wer von beiden, Mutter oder Vater, auch in Karenz geht und in der Kinderbetreuung länger ist. Ja? Und daher ist der langfristig strategische Ansatz jener, dass man Frauen und Mädchen einfach in besser bezahlte Branchen bekommt, damit dieser Einkommensunterschied auch innerhalb der Partnerschaft sich einfach ausgleicht. Und das ist auch etwas, was wir in unserer Zusammenarbeit oft besprechen, wo wir jetzt auch eine Chance sehen, beispielsweise mit der Corona-Job-Offensive, dass wir jene Frauen, die jetzt arbeitslos geworden sind, nicht nur schauen, wieder einen Job zu bekommen, sondern aufqualifizieren mit diesen Maßnahmen, um dann in besser bezahlte Branchen zu bekommen. Ja, und ein zweiter Punkt, der mir auch rund um den Equal Pay Day, vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, ganz wichtig ist, wo ich viele Initiativen setze, ist auch der Punkt der Finanzkompetenz. Also ich glaube, es ist wichtig, dass Frauen einfach auch im Bewusstsein sind, was bedeutet es, wenn ich in Teilzeit gehe für mein Lebenseinkommen? Wo kann ich kluge Investitionen setzen? Also von Beginn an auch mit Finanzkompetenz in Berührung kommen. Der Finanzminister hat hier einen großen Ideenwettbewerb auch gestartet, wo ich mich freue, auch als Frauenministerin einen speziellen Fokus auch auf das Thema Finanzkompetenz von Frauen zu legen. Nächste Frage, Frau Neuhuber. Thematisch jetzt ein bisschen was anderes. Wir müssen zurück zu Corona. Es geht um Mediziner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, haben uns jetzt berichtet, dass auf ihren Intensivstationen mehr als 50%, teilweise sogar haben wir Einzelstimmen gehört, 90% der Personen Migrationshintergrund haben. Wir haben den Soziologen dazu befragt, die haben uns geschildert, das würde daran liegen, dass die Kampagnen nicht bei diesen Menschen ankommen. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, wie prekär schätzen Sie die Lage ein und hat man jetzt vor, da in Zukunft an der Strategie etwas zu ändern? Also klar ist, so wie Sie das auch beschreiben, das ist sozusagen anekdotisches Wissen, das uns vorliegt. Ich kann Ihnen hierzu keine Zahlen geben, auch der Gesundheitsminister, mit dem ich das Thema natürlich bespreche, wo wir insgesamt oft natürlich genauer Nachschau halten wollen, welche Zielgruppen betroffen sind. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Also
Wichtig war es, was mir natürlich, dass wir alles tun, damit wir Informationen zu den Hygienevorschriften, zum Testen und zu Impfen jetzt in alle Communities tragen. Das heißt, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir alle Informationen in 16 verschiedenen Sprachen übersetzt haben. Jetzt bin ich als Integrationsministerin natürlich immer ein Fan davon, dass man einfach auch daran lernt, also dass man eben auch Deutsch in den Vordergrund stellt und alles tut, damit das Deutsch besser wird. Aber in der Gesundheitskrise ist es mir wichtig, dass jeder informiert ist. Das heißt, alle Informationen in 16 verschiedenen Sprachen. Wir haben eigene Online-Formate, wo man sich in unterschiedlichen Muttersprachen einloggen kann, wo man dann beispielsweise auch als syrischer Flüchtling sich bei einer syrischen Ärztin über das Impfen informieren kann. Wird gut angenommen. Wir haben in allen Migrantenmedien oder in vielen davon Inserate geschalten, um auch hier diese Zielgruppe zu erreichen. Und ich durfte erst letzte Woche eine Vielzahl von Integrationsbotschaftern online treffen, um auch hier zu hinterfragen, wie können wir Multiplikatoren in den einzelnen Communities noch besser nutzen, damit wir die Infos verbreiten. Denn klar ist, die Informationen gibt es, das Angebot gibt es und sozusagen, wir versuchen jetzt, wo kann man noch besser werden, damit es wirklich in den Communities ankommt. Tatsache ist, das möchte ich noch einmal betonen, dass hier wir natürlich ein Auge drauf haben, aber es auch je nach Bundesland hier unterschiedliche Erzählungen und Indizien gibt, welche Zielgruppen speziell betroffen sind. Gibt es von Ihrer Seite noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so, Herr Herzog? Wenn dem nicht so ist, schließe ich die Pressekonferenz und danke für Ihr Interesse. Dankeschön. Vielen Dank.